Hallo an alle Disney-Freunde da draußen. Wir sind's wieder von Trader Online Video, die Jenna. Hi! Und ich bin's, der Julian Tach. Und heute schauen wir uns ein neues Produkt von Disney Lorcana an, nämlich der Einstieg, eine Box, die euch das Spiel nochmal genauer an die Hand bringt. Mit Verlosung viel Spaß dabei. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Ja, vor uns liegt sie schon. Hier oben steht auch schon Lerne zu spielen. Heißt also, wir haben hier eigentlich eine große Tutorial-Box sozusagen, wo man einfach das ganze Spiel kennenlernt. Nochmal genauer. Bevor wir da aber reingehen, kommen wir erst noch zur Verlosung von Ultimate Guard. Ja. Da gibt es nämlich eine Spielmatte zu gewinnen. The Hunter's Quest aus der Artist Edition. Eine sehr, sehr coole Spielmatte. Na, Ultimate Guard kann auch Spielmatten haben. Sie auch schon sehr bewiesen, dass schön, sie es echt ja. drauf haben. Und die Spielmatte sieht einfach unglaublich schick aus. Also wunderschön. Da kann man natürlich auch gut sein Frozen-Deck drauf spielen. Mm, passt so. Perfekt. Kann man zumindest. Hm. Muss man nicht, aber ist auf jeden Fall ziemlich cool. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, die Spielmatten. Die sind sehr, sehr schön. Könnt ihr auch gewinnen, indem ihr was tut? Indem ihr das Video liked, kommentiert und den Kanal abonniert. Genau, und dann wünschen wir euch viel Erfolg dabei. Gibt auch noch viele andere Spielmatten zu der Artist Edition. Heißt also, schaut auch gerne mal rein. Guckt euch die an. Gibt es coole Motive. So, ja, dann der Einstieg. Wir drehen es mal um und dann sehen wir auf der Rückseite nämlich eine große Menge an Informationen. Ich gehe sie mal von vorne nach unten durch. Der Einstieg. Tauche ein in die magische Welt von Lorcana. In dieser Welt setzt du magische Tinte ein, um neue Versionen von Disney-Charakteren, sogenannte Glimmer, zu erschaffen. Diese Glimmer, manche in vertrauter Gestalt, andere völlig neu interpretiert, helfen dir dabei, in der Welt von Lorcana verschollene Legenden aufzustöbern und einzusammeln. Tu dich zusammen mit Glimmern von Disney-Helden, Schurken, Prinzessinnen, Prinzen und vielen mehr. Erkunde mit deinen Glimmern, um den Sieg zu erringen und fordere deine Mitspieler heraus und nutze spezielle Fähigkeiten, um sie auszubremsen. Disney Lorcana TCG, der Einstieg ermöglicht es dir, zusammen mit einer weiteren Person sofort mit Disney Lorcana Sammelkartenspiel loszulegen. Ihr benötigt keine Vorkenntnisse. Du fängst klein an und lernst das Spiel Schritt für Schritt kennen. Du wirst deine Fähigkeiten sehr schnell ausbauen, unzählige Abenteuer erwarten dich. Wir haben einmal zwei Anfangsdecks mit je 30 Karten, vier Belohnungspacks mit je 18 Karten, 30 Schadensmarker, sorry, zwei Charakterspielfiguren, zwei Charakterbasen, ein Spielbrett, ein Regelheft, ein Spielleitfaden und zwei Decktipps. Und dann gehen wir mal in das ganze Ding rein, ne? Ja. Bin ich auch mal sehr gespannt. Ganz kurz, bevor du es aufmachst, wir bieten natürlich bei uns im Store auch Lorcana Events an. Falls ihr schon ein bisschen fortgeschrittener seid, da könnt ihr einfach mal bei uns im Shop unter der Rubrik Tickets gucken, was wir da alles so anbieten, euch ein Ticket holen und einfach mal vorbeikommen, wenn ihr Lust habt. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euren Besuch. Ja. Also Lorcana ist ja erst recht so ein Spiel, was man super als Familie spielen kann. Ja. Und da ist natürlich so ein Produkt nochmal tippitoppi. So, tippitoppi. Ja, lies das zuerst. Ganz oben das Regelheft. Ja. Schön in groß. Warte mal, ich pack mal die Box da drunter weg. Dann kannst du mal so zoomen, dass alles drin ist. Ah, es ist so glaube ich aber auch man eigentlich. Das alles, ne? Ja. Da haben wir eine Übersicht vor dem ersten Spiel, Spielvorbereitung. Wir haben die Karten, das Ziel des Spiels, Bestandteil einer Karte, ne? Schritt für Schritt, was ist was, ja. Mana-Kosten oder die Tintenkosten, Lebenspunkte, Verteidigungspunkte, Name, Legenden, alles Mögliche. Mhm. Der Spielablauf, wie erschöpfe ich eine Karte und mache sie bereit, Tintenvorrat. Wenn man eine Karte in den Tintenvorrat legt, jo. Eine Karte ausspielen und erkunden. Fähigkeiten einsetzen. Ist halt einfach nochmal umfangreicher als halt nur die Starterdecks so, ne? Ja. Die bieten natürlich auch schon so ein kleines Heftchen, aber hier habt ihr natürlich. Hier sind nochmal alle Regeln. Herausfordern nach dem Spiel, offizielle Regeln. Und natürlich ist es jetzt auch das Aktuellste, ne? Also, wenn es natürlich. Lorcana ist ja auch noch nicht so alt, heißt also, hat auch immer mal wieder Regelanpassungen, ne? Und das ist natürlich jetzt hier ganz frisch das Produkt, heißt also, hier sind auch so die, hier habt noch ein Inhaltsverzeichnis, die Regeln noch am besten erklärt eigentlich und am frischesten. So, dann haben wir als zweites im Paket einen Spieleleitfaden, den klappen wir auch mal auf, dein Anfangsdeck,
Eine Gedächtnisstütze, ja. Ach, guck mal, musst du so Sachen freischalten, um das nächste Ziel zu erreichen. Okay, cool. Ja, damit es auch spannend bleibt, ne? So, Einstieg, Lieder. Auch eine tolle Fähigkeit. Singe aus vollem Herzen. Natürlich, immer. Dann Kosten für Gegenstände oder Artefakte. Ah, ich sehe gerade, du musst das hier erfüllen und dann darfst du eins von diesen Päckchen öffnen. Ja. Und die Karten dann in dein Deck packen. Das sehen wir ja gleich. Genau. Fluggestalt, Charaktere und Gestaltwandler. Mhm. Neue Strategien, ja. Und hier, ja, sind nochmal auch ein paar Deckvorschläge dann noch drin. So, packen wir das hier wieder zurück. Wir haben jetzt hier noch zwei kleine Decktipps, passend für wahrscheinlich die beiden Decks, die wir hier drin haben. Ich klappe sie mal beide auf. Ja. Zoom mal ein bisschen weiter raus. Ich glaube, das ist nicht ganz drin. Ein Stückchen. So, jo, und auf der Rückseite ist das auch nochmal. Breche die Regeln. Ja, das ist das Wichtigste. Und guck mal, hier habt ihr auch noch direkt eine Deckliste, wo auch steht die ersten 7 Karten, theoretisch, und dann Rest des Decks gemischt. Mhm. Ups, dann schaue ich das mal wieder zusammen. Klicke es an die Seite. So, dann haben wir hier die ganzen Chance-Marker. Mhm. Und Mickey Mouse und Stitch, die uns hier schon angucken. Zum Ausstanzen natürlich alles. Auf der Rückseite haben wir Maleficent und Elsa. Und halt nochmal, ja, Chance-Marken sind halt doppelt bedruckt. Mhm. Ne? So. Und das wird dann wohl die Spielmatte oder Unterlage sein. Genau, die ist nämlich richtig schön aus Pappe. Hört man wahrscheinlich gar nicht, aber ist auf jeden Fall wie so ein richtiges Brettspiel. Das klappt man auch noch so richtig schön auf. So wie Mensch, ärger dich nicht. Sieht auch schon fast so aus, weißt du, und dann hier einmal so hochlaufen. So. Ist ziemlich groß. Ja. Das heißt, wir schieben jetzt mal. Aber eigentlich ist es ja theoretisch nur die eine Hälfte und die ist gespiegelt so, ne? Genau. Also wir haben hier theoretisch, hier legst du dein Deck hin, Ablagestapel, Karten im Spiel, ist natürlich hier die große Fläche, Tintenvorrat hier unten und dann nochmal Überblick eines Spielzuges. Genau, hier haben wir die Legenden, ne? Und ich glaube, die kleinen ausgestanzten Charaktere sind ja extra dafür da, dass du dann sagen kannst, ich laufe hier mit Stitch die Legendenleiter hoch, ne? Dafür haben wir auch noch gleich ein paar Untersetzer. Ich gucke das gleich nochmal an. Auf der Rückseite ist einfach nur ein großes Bild mit Disney Lorcana. Ja. Hui, die Galaxie. Das Universum. Es ist riesig. So, sieht dann doch aber das eigentlich auch ganz schön aus. Ja, finde ich auch cool. So, weiter in der Box haben wir natürlich hier einmal die Belohnungspacks sozusagen, ne? Mhm. Für die Schritte vom Spielleitfaden, die du ja gerade schon da hattest. Mhm. Und wir haben hier die zwei Decks, ne, die zwei 30-Karten-Decks. Und was ich auch schon rausgeholt hatte, sind jetzt hier noch theoretisch so zwei, ja, Ständer sozusagen, damit du die... Können wir ja mal machen, ne? Ja, deine Lords, dein Spielcharakter sozusagen da drauf stellen kannst. Ja. Und dann hast du jetzt hier so, guck mal, ich... Hier, bitteschön. Ja. Stitch. Ich bin Mickey Mouse. Steht. Und dann kannst du damit dann den Legendenmarker hochklettern. Genau, ja. Ja, auch ziemlich schön. Oder für die Mädchen. Ja. Woo. So, gut. Für die Mädchen, dann die böse Hexe. Würde ich sagen, schauen wir uns erstmal die beiden Decks an und dann gucken wir uns danach mal die Belohnungen an, die es gibt. Mit welchem Deck möchtest du da anfangen? Ich würde sagen, wir fangen mit dem Stitch-Deck an, weil Stitch schon der Beste ist. Oh, guck mal. Oh, da ist wie die Puh drin. Ja, das ist schön. So. Ja, das ist ja auch, sagt ja auch auf der Rückseite, die ersten 7 Karten. Das ist, wir haben hier erstmal Winnie Pooh, der wahre Freund. Ja, warte, ist das überhaupt der Anfang hier? Ist, glaube ich, egal. Ja, wir gehen mal durch. Olaf. Na, auch schön basic hier. Gar keine Fähigkeiten, sage ich jetzt mal. Ne? Ferkel. So ein kleines Tier. Minnie Maus. Also hier ganz simpel, ne? Gar keine Effekte. Kommt vielleicht noch. Denke ich, wird nur bei ein, zwei Karten, wenn überhaupt sein, ne? Ja, aber dafür ist es dann halt so richtig schön, schön simpel. Jafar hier. Der hat einen Effekt. Ich bin jetzt dein Meister.
und viel Flavortexte. Mhm. Und natürlich die Karten auch doppelt. Ja. Ich glaube, das Ganze ist ja schon gemischt, dass du eigentlich direkt so loslegen kannst, ne? Genau. Ich glaube, wir schauen es uns gerade wirklich von unten an. Ja, glaube ich auch. Egal. Wir gehen jetzt hier... Ja, ja, natürlich, wir schauen uns von unten an, weil du legst dein Deck ja eigentlich direkt so hin und fängst an zu ziehen, ja, die Karten. Ja, genau, ja. Darum ist natürlich jetzt gerade hier unten. Heißt also, du ziehst Winnie the Pooh als letztes. Nein! Pluto. Griffiths. Noch ein anderer Jafar. Mhm. Ist auch, glaube ich, alle haben auch oben theoretisch. Kannst du auch als Tinte spielen. Hier haben wir auch eine Rare. Christopher Robin. Sehr schön. Ja, bis jetzt kannst du, glaube ich, alle wirklich in deinen Tintenvorrat legen, ne? Ja. Ach, mal das macht es ja relativ einfach, ich, ne? Ich glaube, das wird auch so bleiben. Ich glaube, sonst wird es, glaube ich, auch ja nicht unbedingt zu kompliziert, aber ist, glaube ich, ganz nett. Wenn man nicht darauf direkt ach im ersten Spiel achten muss, sag ich jetzt mal. Ah, ne, hier, guck mal, Merlin. Kannst du nicht in den Tintenvorrat legen? Ja. Das sehen wir da oben an dem Symbol. Ne? Ja. Hat nicht diese Rose noch drum sozusagen. Ja. Um die Kosten. Als Hase. Aber ist auch eine Rare. Dann haben wir jetzt schon zwei drin. Mhm. War Winnie Pooh ganz unten nicht auch eine Rare? Nee, ich glaube nicht. Nee? Mhm. Nee. Oh, nee. Nein? Hm. Nee, der ist für 5 Mana, 5 oder für 5 Tinte. Sorry. Ich bin auch im Magic drin hier. Und Mickey Mouse. Damit startest du natürlich. Ja. Die erste Karte, die du ziehst. Ja, und dann halt, ne, 30 Karten in einem Deck. Ziemlich simpel, ne, aber dann fängst du direkt an, ziehst, spielst aus. Okay, ist natürlich jetzt falsch herum, ne, aber... Ja. Und Lorcana ist auch echt kein schwieriges Spiel. Also ist schon... Und ist halt auch sehr familienfreundlich. Weil du den Gegner halt nicht unbedingt angreifen musst, sondern du kannst einfach mit deinen kleinen, süßen Charakteren. Wir starten jetzt hier auch wieder von unten. Auf Abenteuer gehen, ne? Haben Anna. Dem Sturm trotzend. Mhm. Mickey Mouse. Mehr Mickey Mouse. Wir müssen jedes Deck rein. Aurora. Natürlich hier auch schön klassische oder sehr beliebte Charaktere drin, ne? Oder Filme. Ja. Oder Serien. Ja, natürlich. Holt natürlich direkt die Leute dann ab, wenn sie dann sehen, boah, ich kann hier entweder das Winnie-Pooh-Deck spielen oder ich kann halt das die Eiskönigin-Deck spielen. Ne? Hm. Olaf, bester Charakter aus Frozen, definitiv. Ja. Die Kartensoldaten. Goofy hier als Rare. Mhm. Das sehen wir natürlich hier unten am Symbol. Ja. Es gibt auch noch mal 3 Stufen. Mulans Mutter. Sisu. Mhm. Minnie Maus. Hans. Der adlige Halunke. Alles total easy Karten, ne? Rapunzel, auch eine tolle Karte, ne? Ja. Also auch sehr schön. Verteilt auch 3 Legenden, auch ganz schön viel. Ja. Elsa, klar, darf natürlich nicht fehlen. Ist, glaube ich, auch... Die ist auf der Karte drauf, ist auch das Artwork hier von der Elsa. Aber ist natürlich auch das Mickey Mouse Artwork und die anderen beiden sind ja auch... Genau, ja. ...in den Decks jeweils drin. Vom Artwork her. Er hat ein Schwert. Mhm. Rabbit. Das ist sehr cool. Nochmal Elsa. Nochmal Olaf. Anna, da hast Anna. Du da, das hast eine gute Start. Hat hier einmal komplett Frozen durch, so gefühlt. Ja. Und natürlich noch Minnie Maus und Mickey Maus. Und Mickey Maus. Ah, ja. Da hast du ja eine perfekte Starthand hier. Die müssen halt rein, ne? Ja, sehr cool. So, das sind die 30 Karten Starterdecks. Richtig. Aber wir können das Ganze ja noch upgraden, ne? Mit den Belohnungspacks, wenn du halt bestimmte Herausforderungen abgeschlossen hast in deinem Spiel, ja. Ja. Wenn du bereit bist,
Wenn du die Grundlagen verstanden hast, dann kann es schwerer werden. Dann kann es schwerer werden. Was eigentlich ganz toll ist, dass sie so upgraden, dass du erstmal das normale Spiel verstehen sollst und dann kommt immer mehr dazu. Ne? So. Oh, hier direkt eine epische Karte. Ferkel. Mhm. Als Pirat. Ja. In deiner Welt ein Lied. Was du singen wolltest? Das Lied nicht. Ich glaube, das sind dann jetzt erstmal nur. Ja, ne? Ist das Liederpaket, ne? Oh, Verlassen im Wald. Ja. Bester Song aus Frozen 2. Ganz klar. Bester Song. Hakuna Matata. Diesen Spruch sag ich gern. Ja. Super Songs. Die Legende vom Schwert in dem Stein. Auch tolles Artwork. Ja. Mit Arthur. Wer bin ich? Ariel. Genau, da geht jetzt, ich glaube, das ist jetzt das Promopack hier für das eine Deck, ne? Und jetzt geht das fürs zweite los. Weil die sind ja aber mehrfarbig, ne? Zähne blank wie Neid. Flieg ins Glück. Peter Pan. Klassiker. Ich werde es noch beweisen. Mhm. Und ich bin bereit. Ich weiß, was geschieht. Ich lass los. Lässt jetzt los. Ja. Okay, die ergeben sogar einen Satz, wenn man sie aneinander packt. Ja. So, ja, ein genau. Sehr schlechten Satz, aber das war Pack 1 mit den Liederkarten. Weißt du, haben wir noch dieses. Wo habe ich das denn hier? Na, ja. Also Pack 1 war halt für die Lieder. Pack 2 ist jetzt für. Ja, ich gebe dir das mal und öffne mal das zweite Pack. Kosten für Gegenstände und Fähigkeiten. Ich kann ja einmal, was wir vorher erfüllen mussten, war Spiele 2 oder mehr Aktionen im selben Zug. Denke daran, Lieder sind Aktionen. Singe 2 oder mehr Lieder in einem Spiel, in dem du Charaktere erschöpfst. Verwende ein Lied, um die Stärke eines gegnerischen Charakters zu verringern. Und singe ein Lied, um eine Karte zu ziehen. Das musstest du alles erfüllen. Und wenn du das hast, dann darfst du jetzt weitermachen. Und dann hast du jetzt Gegenstände. Dann das zweite Pack öffnen. Jo. Ja. Ein Schallplattenspieler. So richtig random Karten von einer Gabel, von einem Plattenspieler, von einer Lampe. Ja. Von einer Ente. Nein. Die Rosenlaterne, auch ein tolles Artwork. Mhm. Der Dreizack. Ursulas Kessel. Ist das andere Deck? Mhm. Bell. Zepter von Arendelle. Mhm. Ja. Die Eisfläche. Der Eisklotz. Damn. Damn. Gewicht der Medaille. Flex. Mhm. Vitale Sphäre. Schild der Tugend. Und sumerischer Talisman. Mhm. Sumerischer. Okay, so, das waren jetzt Kosten für Gegenstände und Fähigkeiten erlernen. Und jetzt, um das nächste freizuschalten, müssen wir 3 oder mehr Gegenstände in einem Spiel spielen. Verwende die Fähigkeit eines Gegenstands, den man dafür erschöpfen muss. Verwende die Fähigkeit eines Gegenstands, welchen man dafür verbannen muss. Und benutze die Fähigkeit unterstützen, um die Stärke eines deiner Charaktere zu erhöhen. Und dann kommen wir nämlich zu Fluggestalt, Charakteren und Gestaltwandel. Ne? Pluto. Gestaltwandel ist ja einfach dieses, dass wir geringere Kosten oder die Gestaltwandelkosten zahlen können, um dann zum Beispiel diesen Stitch auf einen anderen Stitch zu legen. Ne? Das ist dann einfach ein bisschen günstiger. Immer. Aber das steht hier alles auch nochmal ganz schön erklärt. Mhm. Madame Mim. Auch natürlich dann ja, in mehreren Varianten. Ja. Und so, dann kannst du halt direkt die Aurora auf die Aurora legen, ja. Ne?
Richtig, und wenn du halt, das finde ich auch cool, wenn du dann so Schritt für Schritt sozusagen vorangehst, du spielst erst die 30 Karten next, ja, dann packst du die Lieder hinzu, dann spielst du nochmal, dann packst du die Gegenstände hinzu, dann spielst du nochmal, dann die Gestaltwandler und Fluggestaltcharaktere nochmal und dann hast du irgendwann halt ein, ja, großes Deck sozusagen dann fertig gebaut für dein Spiel und dann kannst du es auch eigentlich. Ja. Dann sollte man es auch können. So, okay, das war Stufe 3. Um jetzt Stufe 4 freizuschalten, müssen wir folgende Sachen erfüllen. Spiele zwei oder mehr Charaktere mit Hilfe von Gestaltwandel in einem Spiel. Erhalte 7 oder mehr Legenden in einem Zug. Habt gleichzeitig eine Heldin oder einen Helden, eine Verbündete oder einen Verbündeten, eine Schurke oder einen Schurken und eine Flutgestalt im Spiel. Beide Mitspieler singen ein Lied, indem sie einen Charakter erschöpfen, die Fähigkeit eines Gegenstands verwenden und einen Charakter mit dem Einsatz von Gestaltwandel ins Spiel bringen. Also es ist relativ viel, aber Stufe 4 sagt dann einfach nur, herzlichen Glückwunsch, liebe Luminari, ihr habt jetzt beide ein komplettes Deck. Im letzten Belohnungspäckchen gibt es keine neuen Kartentypen, sondern nur großartige Karten, die euer Deck erweitern. Ne? Also das sind dann einfach nochmal bessere Karten für das Deck. Nichts Neues, weil wir wollen natürlich auch die Einsteiger erstmal jetzt auch nicht total überfordern. Sondern dann kann man einfach da das Deck erweitern und Spaß damit haben, ne? Richtig. Und dann hat man zwei fertige 60-Karten-Decks. 60-Karten-Decks. Und ich finde ja, das auch cool, dass man sozusagen so eine To-Do-Liste hat sozusagen. Ja. Heißt, man kann dann immer spielen und dann ist man so, ja, jetzt kann ich endlich einen Haken setzen. Und dann kann man... Vor allem, du musst halt auch wirklich von Stufe zu Stufe immer so mindestens ein, zwei Runden spielen. Ne? Das heißt, du kommst da richtig rein und dann schaltest du das erst. Na, aber du musst das ja auch nicht machen. Du kannst ja einfach, wenn du sagst, du fühlst dich sicher. Direkt, einfach, also wie wir alles aufreißen. Alles aufreißen, alles reinschmeißen und dann hart verzweifeln. Ja. Geht natürlich auch. Ja, kann man natürlich auch machen. Empfiehlt sich vielleicht nicht so, aber kann man natürlich auch machen. Und das Drachenfeuer. Und dann sind wir damit auch durch. Ja, ich finde, das ist aber auch relativ schön mit den Belohnungspackungen. Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man spielt das mit seinen Kindern, weil es ist ja auch ein sehr familienfreundliches Spiel. Und dann kann man halt, vor allem wenn man kleinere Kinder hat, kriegen die kleinen Kinder, stehen halt voll auf Belohnung, ne? Dann kannst du sagen, hey, wow, du hast es geschafft, du hast das freigeschaltet. Das ist Belohnung für mich. Yeah. Und dann sagen die kleinen Kinder, wow! Weißt du, und dann wollen die direkt noch eine Runde spielen, weil sie wollen das ja auch jetzt alles freischalten. Deswegen, da ist das sehr, sehr schön gemacht. Sehr schön einsteigerfreundlich, wie liegt die eins. Ne? Und das, also ich muss ja sagen, die Decks an sich, die sie vorher schon rausgebracht haben, waren ja immer schon relativ einsteigerfreundlich, sodass man da gut reingekommen ist in das Spiel. Aber das ist natürlich jetzt nochmal eine viel bessere Methode, um wirklich nochmal Schritt für Schritt die Regeln zu lernen. Vor allem auch, weil Lokana so ein neues Spiel ist, lohnt es sich halt jetzt gerade direkt einzusteigen, bevor es halt noch komplizierter wird sozusagen. Ne? Weil jetzt gerade kann man dann langsam anfangen und mit jedem Set kommt ja ein bisschen was dazu und dann wird man nicht so überfordert. Ja, also richtig. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Produkt. Auf jeden Fall. Für ein sehr, sehr schönes Kartenspiel. Also finde ich eine coole Idee, habe ich bis jetzt auch noch nicht in einem anderen Kartenspiel gesehen, dass du theoretisch erst so kleinere Decks bekommst, die schon natürlich funktionieren, womit du spielen kannst. Die und die du halt wirklich Schritt für Schritt lernst du was dazu und kannst halt die neuen Fähigkeiten dazulernen. Also in anderen Kartenspielen bist du da einfach schon so maßlos überfordert, du kriegst das Deck und so, okay. Ja. Und hier hast du wirklich am Anfang nur die Basic-Karten, sehr simpel, und dann kannst du halt sagen, okay, jetzt möchte ich noch die neue Fähigkeit, die neue, ja, die Lieder hinzupacken, noch Ausrüstungen hinzupacken. Ja. Theoretisch, wenn du das jetzt, musst du ja auch nicht unbedingt in der Reihenfolge machen. Du kannst ja auch erst sagen Gegenstände und dann halt Lieder oder sowas, alles ist ja egal. Aber halt einfach, dass du diese Möglichkeit hast, dass du erst ein, ja, normales Deck hast oder so ein einfaches Deck und dann halt sagen kannst, okay, jetzt bin ich bereit, eine Fähigkeit dazu zu packen, noch einen Kartentypen dazu und noch einen Kartentypen dazu und dann am Ende nochmal ein paar Karten einfach, um das Deck komplett abzugraden, um es nochmal ein bisschen frischer zu machen, damit du auch nochmal ein richtig starkes, fertiges, tolles Deck am Ende dann hast. Also finde ich eine coole Idee, definitiv. Auch sehr natürlich
familienfreundlich umgesetzt. Ne? Du hast das halt sehr ausführlich erklärt alles, ne? Ja, Decktipps, ne? Was ja super ist. Du hast ja dieses riesengroße Regelheft. Ja. Ne? Und Schadensmarken solltest du ja eigentlich auch genug haben. Und was ich ja selbst auch, ich finde ja ziemlich cool, dass du halt diese, wo habe ich sie eigentlich hingelegt? Ja, halt die Spielmatte hast. Eine große Spielmatte hast, ne? Wie halt so ein richtiges Spielbrett, ne? Die du einmal ausklappen kannst. Ja, und dann hast halt alles, ne? In einem, ne? Ist halt wie so ein Brettspiel. Kannst du dann zu Mau Mau in den Schrank packen und dann kannst du deine Kinder davon oder deine Freunde überzeugen, nicht Mau Mau zu spielen oder Mensch, ärgere dich nicht oder was auch immer, sondern das Snell Locana. Ja. Ist auch eigentlich ganz cool. Mhm. Freue ich mich auf jeden Fall schon, davon mehr zu sehen, weil ich denke, sowas werden sie auf jeden Fall beibehalten. Und, das ist ein sehr schönes Produkt, ja. Finde ich richtig cool. Also haben sie auf jeden Fall gut gemacht, gut umgesetzt. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Schreibt dann halt auch gerne eure Meinung zu dem Produkt in die Kommentare. Es gibt natürlich, das kam ja jetzt aktuell eigentlich schon fast mit Himmelsleuchten raus, ne? Da gibt es natürlich auch wieder zwei neue, ja, Starterdecks, die wir auch noch öffnen werden, euch vorstellen werden und auch noch bespielen werden. Mhm. Schaut da also auch gerne mal rein, falls ihr auch einfach mal, oder allgemein haben wir euch auch schon mal ein Tutorial gebracht mit Starterdecks. Das könnt ihr euch auch natürlich gerne nochmal angucken, falls ihr nochmal sehen wollt, wie solche Decks sich in Action spielen. Also einfach ein Tutorial gespielt von anderen Leuten, um einfach zu sehen, vielleicht ist das dann einfacher nochmal ein bisschen zu lernen, wenn man es sieht, anstatt es nur liest. Ja. Ja, also schaut da auch gerne rein. Aber das war es jetzt auch von unserer Seite. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ich finde das Produkt auf jeden Fall ziemlich cool. Freut mich, dass sie sowas machen. Erst recht natürlich, Disney möchte auch ziemlich einsteigerfreundlich sein. Mhm. Und hat natürlich da auch die passende Zielgruppe für. Und machen sie auf jeden Fall richtig. Gut, dann sind wir raus und sehen uns im nächsten Unboxing. Und wünschen euch bis dahin noch viel Spaß mit Disney Locana und jetzt erst recht dem Einstieg. Tschüss. Tschüss.